Und worauf wir uns jetzt fokussieren, sind die beiden letzten Teilkomponenten, die noch offen sind. Das eine sagt mir, okay, da gab es einige Adressen, da konnten wir nicht automatisch bestimmen, sind die jetzt korrekt oder nicht. Und das andere sagt mir, okay, da gab es Dubletten, da konnten wir nicht automatisch sagen, sind das Dubletten oder nicht. Und um das jetzt aufzulösen, müssen wir auf dieses Element hier achten. Also das sagt mir, wie viele Datensätze warten jetzt gerade auf eine manuelle Qualifizierung. Also was ist sozusagen im Limbo, wo steht noch nicht fest, ist es Dublette, ist es keine Dublette. Aber wie kommt es überhaupt zu solchen Fällen? Also ich habe schon gesagt, wir machen sehr, sehr vieles automatisiert und können auch mit unserer Vergleichstechnologie sehr viel automatisiert abdecken. Aber dann gibt es halt auch wirklich Härtefälle. Und Meier ist natürlich auch hier so ein Name, den kann man in allen möglichen Variationen schreiben, wo es teilweise einfach nicht klar ist, ist das jetzt wirklich ein Duplikat oder nicht? Oder wie Clemens gerade vorher gesagt hat, Eltern mögen ihre eigenen Namen, benennen ihre Kinder genauso, wohnen auch nebenbei. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, das automatisch festzustellen, ist es jetzt korrekt oder nicht. Und dafür kommt unser Produkt Clearing Monitor zum Einsatz. Und Clearing Monitor hat genau das Ziel, diese schwierigen Aufgaben, die sich nur manuell lösen lassen, so einfach wie möglich den Menschen zu machen, dass man da durchgehen kann. Also einerseits bezieht sich das auf Adressprüfungen, auf Adressvalidierungen, aber auch Änderungsgenehmigungen. Das kann jetzt zum Beispiel sein für Unternehmensnamen, aber auch jetzt zur Betrugspräventation, wo ich verlange, dass eine Zusatzinformation vorhanden sein muss, aber eben auch die Dublettenüberprüfung. Ich möchte jetzt kurz ein paar Beispielvideos zeigen. Also jetzt, das ist der Clearing Monitor, den gab es auch schon länger, aber den haben wir jetzt einen neuen Anstrich gegeben, der ist jetzt auch in unserem neuen Design. Und das erste wäre jetzt diese postalische Korrektur. Also als User würde ich mich hier reinklicken, sehe auch, wo sind die Unterschiede. Es wird mir gehighlightet, kann das rasch übernehmen. Auch wenn es jetzt mehrere Felder geben sollte, die unterschiedlich sind, kann ich die alle übernehmen. Oder auch wenn ich jetzt sage, das passt mir noch nicht, oder dann kann ich hier selbst die Feldinhalte auch anpassen, je nach meinen Bedürfnissen. Bei der Änderungsgenehmigung hatte ich schon erwähnt, das ist zumeist, wenn sich Unternehmensnamen ändern, wenn ich einfach verlangen möchte, okay, da braucht es eine Zusatzinformation. Warum wurde jetzt gesagt, das passt oder das passt nicht? Und in dem Fall hier würde man dann sehen, der User sagt, ja, das habe ich mit dem Handelsregister abgeglichen, das ist okay. Oder im nächsten Fall eben genau das Gegenteilige, wo man sagen würde, na, da habe ich nachgesehen jetzt bei Google, sowie bei den Handelsregistereinträgen, der Firmenname passt nicht, die Änderung können wir so nicht akzeptieren. Und das Gleiche hätten wir dann auch einen zusätzlichen Modus für Betrugspräventation, wo wir dann auch nochmal hier verlangen von einem Anwender, du musst einfach einen Kommentar dazu geben, wie kamst du zu deiner Entscheidung. Und der letzte Modus hier für den Clearing Monitor, also man merkt schon, der Clearing Monitor ist sehr, sehr versatil, da kann ich sehr, sehr viel damit machen. Auch unterschiedliches ist eben diese Dublettenprüfung, also sind die beiden Datensätze jetzt gleich oder nicht? Und hier kann ich sehe eben auch gehighlightet, wie unterschiedlich sind die Felder, kann dann entweder sagen, ja, das war jetzt nicht gleich oder die beiden hier sollten eigentlich eine eigene Gruppe sein, also die beiden waren eigentlich die Dubletten, oder ich kann dann schlussendlich sagen, ja, also das ist es. Der gleiche Datensatz. Also das will ich jetzt einfach bestätigen. Das ist ein Duplikat. Also der Clearing Monitor macht das natürlich sehr einfach und komfortabel, sich da durchzuarbeiten. Aber wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt ein paar tausend von diesen Fällen haben, auch wenn es komfortabel ist, als Mensch ist man da rasch mal am Limit. Sich da jetzt durchzuklicken, ist einfach wahnsinnig schwierig für uns auch hier konsistent diese Sachen zu beurteilen. Und da könnten wir uns natürlich fragen, kann man das nicht automatisieren? Und kann man das nicht automatisieren mit KI? Ja, kann man. Und genau das haben wir uns auch gedacht und deshalb haben wir hier ClearSky entwickelt. Und ClearSky hat genau diese Aufgabe, aus den menschlichen Qualifizierungen, aus dem Clearing Monitor zu lernen und das abzufedern. Also wir setzen hier auch bei ClearSky auf Fact, unsere Vergleichstechnologie. Aber ClearSky ist, wie gesagt, eingebunden in dieses ganze Gebilde als Clearing Monitor, Data Quality Server, sodass wir hier automatisiert die Anzahl reduzieren können, die schlussendlich für den Menschen übrig bleibt, um hier auch ja, die Last einfach zu verringern. Und für ClearSky möchte ich jetzt auch noch eine Demo zeigen. Und was wir jetzt hier sehen, also das wäre jetzt ein Beispiel von einer Unternehmensdublette, also wo das Modell
entschieden hätte, okay, es handelt sich um eine Doublette, wir kommen auch ausgespielt vom Modell eine Konfidenz, also wie sicher ist sich das Modell mit dieser Entscheidung? Und in dem Fall wird das Modell sagen, ich bin mir zu 100% sicher, es handelt sich hier um eine Doublette. Aber wir können uns dann natürlich fragen, also das ist ja alles ein bisschen eine Blackbox, okay, 100%, wieso, wie kommt es jetzt zu 100%, warum glaubst du, dass das jetzt eine Doublette ist? Und da haben wir versucht, auch in dieser Demo das grafisch darzustellen, mit diesem Balkendiagramm, wo wir jetzt sehen, für all diese Feldinhalte, die verglichen wurden, was war schlussendlich ausschlaggebend, dass das Modell entschieden hat, es handelt sich um eine Doublette oder nicht. Und ich kann hier auch live Einträge verändern und ich würde hier sehen, wie sich die Prognose des Modells live ändert. Wir sehen hier, es hat umgeschwenkt zuerst von Doublette zu Nicht-Doublette. Weshalb? Einfach, weil ich den Firmennamen sowie Postleitzahl und Ort geändert habe, also alles gravierende Änderungen, dass dem Modell einfach Bescheid gibt oder das Modell hat das Muster gelernt, wenn diese Feldinhalte nicht ähnlich sind, dann handelt es sich zumeist um eine Nicht-Doublette. Ja, und jetzt mit dem Clear-Monitor und ClearScan im Gepäck, was passiert hier? Wir können unsere manuellen Qualifizierungen, alle unsere offenen Fälle abarbeiten und schaffen es dann auch, dass wir unseren Score hier hochkriegen auf fast 5 Sterne. Und das ist eigentlich ein schöner Abschluss unseres Arbeitsalltags als Data Steward. Ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss für mich jetzt, für die Rundreise durch die Omikron-Welt.